Ein kleines, was gibt's denn Schönes? Ich muss dich mal was fragen, weil damit stehe ich ja immer wieder mal auf Kriegsfuß, und zwar Intuition. Wenn man glaubt, etwas zu spüren, was aber nicht in Watte. Wie soll ich. Hallo, bist du noch da? Huch. Muss ja noch einmal probieren. Ich kann doch keine gestörte Verbindung haben. Das war jetzt verbinden. Du, ich muss mal kurz meinen Computer runterfahren. Ich rufe dich zurück. Ist gut. Ein paar Mal wiederholen müssen. Ja. Ich habe vor, jetzt reden wir raumzeitlichen Schnickschnack ganz kurz, weil die Donis kommen nächste Woche, und dann mache ich ein paar Selbstgespräche, aber nicht über Skype, sondern bei mir am Computer. Und ich habe das zwar tausendmal schon erklärt, aber ich merke immer wieder, dass da Missverständnisse sind. Bewusstsein hat überhaupt nichts zu tun mit intellektuellem Wissen. Das ist das Erste, was dir klar sein muss. Das heißt, wenn du in die Vergessen, wenn du vergesslich wirst, Ja. es ist scheißegal, was du vergisst. Das ist intellektuelles Wissen, und intellektuelles Wissen ist vergänglich, Martina. Ja. Schon innerhalb, pass auf, schon innerhalb des von mir machen, spanne nochmal jetzt bewusster Zeitfenster auf, von der Geburt bis zum Tod. Und da machen wir kleine Etappen, zum Beispiel im Kindergarten. In jeder Etappe hast du ein anderes Umfeld, ein anderes Interessensfeld, das du komplett vergisst in der nächsten Etappe. Das, was du im Kindergarten machst, das ist in der Regel in der Pubertät schon weg. Und dann kommst du irgendwann einmal, dass intellektuelles Wissen als Besitz betrachtet wird, und jetzt merkst du, dass du vergesslich wirst. Ich habe ein paar Mal den Udo als Beispiel genommen mit Vergesslichkeit, wo ich nochmal sage, dass ich sage, du kannst durchaus vergesslich sein, ohne dass du irgendwas vergessen hast. Das ist das Beispiel, wir sind jetzt in einem Gespräch und du stellst mir eine Frage, und die wird eigentlich sehr gut in einer Metapher von einem Film beantwortet. Ja. Und jetzt, pass auf, jetzt ist es so, dass ich dich fragen will, ob du den Film kennst, weil ich mir viel Sprechen ersparen will, Ja. weil da eigentlich das Grobe schon drin ist, und nachher mache ich nur noch die Feinheiten, die ich hervorhebe. Also ich will dich fragen, kennst du den Film? Und mir fällt dieser Scheißdrecksname von dem Film nicht ein. Jetzt pass auf, du musst jetzt genau zuhören. In dem Moment habe ich, wo ich an den Film denke, ist ein riesen Chat da, wo ich dir jeden Dialog, jede Szene, das Filmplakat, die Schauspieler, ich habe die alle im Kopf, natürlich tauchen die nur an der Oberfläche auf, aber der Film ist ein durchschautes Chat, wie wenn ich dich jetzt frage, kannst du rechnen, und du sagst ja. Ja. Und dann sage ich, kannst du rechnen, und sag addieren, kannst du addieren, kannst du subtrahieren, kannst du multiplizieren, du merkst, jetzt erst tauchen die Einzelsachen auf, die aber in dem Chat schon da sind, Ja. die du jederzeit greifen kannst. Ja. Das Einzige, was komplett weg ist, der Scheißdrecksname von dem Film. Ja. Und das treibt dann fast in den Wahnsinn. Ich habe das Beispiel ein paar Mal schon gebracht, und jetzt ist erstens ganz wichtig, kann ich behaupten, ich habe irgendwas vergessen, wenn ich noch den ganzen Film im Kopf habe? Ja. Mir fällt ja nur der Name. Und Ja. jetzt ist entscheidend, jetzt musst du dich fragen, warum fällt mir der Scheißdrecksname nicht ein? Das ist jetzt das eine Beispiel. Und ich werde dir die Antwort gleich darauf geben. Sage ich mir tausendmal, es ist vollkommen sinnlos, irgendeinen Gedanken von dir was zu erklären. Ich Ja. brauche die Namen ja nur, wenn ich irgendjemanden frage, ob er den Film kennt. Aber ein Gedanke von mir kann einen Film gar nicht kennen. Ja. Ich kann mir jetzt natürlich einen, pass auf, ich kann mir jetzt an Menschen denken, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob er den Film kennt. Der Mensch ist nur die Kiste, wo ich jetzt sage, ich weiß nicht, ob in der Kiste der Film drin ist. Also frage ich die Kiste, ob in ihr Film ist. Pass Ja. auf, wir verfeinern das jetzt mal etwas, dass ich sage, wir nehmen statt einen Menschencomputer. Mache ich Ja. immer gleich. Okay? Das heißt, die Frage, ob auf dem Computer dieser Film abgespeichert ist, ist eigentlich vollkommen sekundär, selbst wenn der Film auf dem Computer abgespeichert ist. Der Computer als Ding an sich kann den Film sowieso nicht anschauen oder erkennen. Ja. Jetzt bin ich nicht bei meiner Computermetapher als Geist, sondern beim ausgedachten Computer. Das ist wichtig, weil ich ja oft den Menschen als Computer nehme. Der Computer ist das, was in ihm abläuft, erlebt. Das ist ja beim ausgedachten Computer nicht der Fall. Ja. Es ist aber beim ausgedachten Menschen nicht der Fall, Ja, weil das nur eine Figur in deinem Traum das ist. stimmt ja. Ja. Das macht es erst einmal sehr alleine. Ja, man weiß nicht, wie man Ich reden soll spreche bloß an den manchmal, Geist, der ja. mir jetzt zuhört, und der wird mir jetzt sagen, ich bin die Martina, und der Udo Ja. bin ich nicht, oder die Helga bin ich nicht. Ja. Das heißt, dass du jetzt, wenn du wächst, dann automatisch, und das ist immer, jetzt fällt mir gerade so spontan an meine Geschichte mit dem Würmchen. Pass auf, wenn du hier
Wenn du hier einen strahlend blauen Himmel hast wie heute und dann ist hier, ich mache mal das schöner, pass auf, ich habe noch, ups. Hier ein Flugzeug und es zieht einen Kondensstreifen. Okay? Strahlend blauer Himmel, du verfolgst dieses Flugzeug und jetzt ist ganz interessant. Das erste ist, normalerweise ist davon ja Punkt, da tritt was raus. Ich bin jetzt in der normalen Erklärung. Du wirst feststellen, dass du das Flugzeug in der Regel gar nicht Das sehe siehst. ich Ich ja habe gar nicht. gerade, vorne habe ich gerade ein Wölkchen. Ich habe nur, ich nenne es immer meine Wölkchen, da bewegt sich nur so ein Wölkchen am Himmel. Da vorne, der ist ungefähr jetzt, schätzungsweise würde ich jetzt sagen, so ein Stück. Das ist so ein Stück. Ich sehe nur diesen, der ist ziemlich weit weg, ich sehe nur diesen Streifen, Martin. Jetzt pass mal genau auf, ich mach's mal so. Ich lasse mal den Streifen rüberwandern. Jetzt, was du schon dazu interpretierst, das ist, dass das von ihr Flugzeug ist mit den Triebwerken und das ist ein Kondensstreifen. Aber es ist hier derselbe Streifen wie hier. Wenn du oben, wenn du jetzt nur hinschaust, drum sage ich, das ist ein Wölkchen. Jetzt weißt du aber innerhalb deiner Logik, wenn du jetzt dir das genauer anschaust, in deinen Kopf, dein eigenes Konstrukt, das du dir ausdenkst, sagst du, da ist ein Triebwerk und da quillt was raus und während das Flugzeug sich von rechts nach links bewegt, was gar nicht möglich ist, weil das immer hier ist, wenn du es anschaust. Das ist nur, du machst ein Raumfenster auf. Okay, sieht es also so aus, dass dahin der Streifen immer kleiner wird und sich hier dieser, ich bleibe jetzt in der normalen Logik, der Kondensstreifen auflöst. Und hier quillt genau immer wieder dieselbe Menge, die sich hier auflöst, aus. Und wir sagen jetzt, das Flugzeug fliegt und darum siehst du immer dieselbe Länge von Kondensstreifen. Und ich sage jetzt, du nimmst diesen Kondensstreifen, den du siehst, das ist das Wissen, das du greifen kannst. Aus dir quillt ständig im Hier und Jetzt Wissen raus und dein Erinnerungsschwanz, den du hast, der wird immer dünner, umso weiter du in die Vergangenheit gehst. Okay? Das heißt, der tauscht sich ständig aus. Das heißt, dieses Schwänzchen, jetzt ist aber hier, pass auf, hier, muss mal ein bisschen weg, hier ist der Kondensstreifen ein komplett anderes Material wie hier. Das ist ein ganz anderes Wissen wie hier. Wenn du das jetzt einmal, das ist ein ganz anderes Kondensmaterial wie hier. Das Flugzeug setzt du jetzt für dich Geist. Es ist eh immer hier, das heißt, du hast eine gewisse Menge an Wissen, wo, soweit du zurückgehst, ich habe im ersten Selbstgespräch, mache ich so ein Ich. Und ich sage jetzt, so, da steht ein Ich und die werden dann immer kleiner. Ich sage, umso mehr du dich erinnerst, umso weniger kannst du dich an dich selbst erinnern. Das geht eigentlich schon jetzt in unserem Alter, das ist bei jedem Menschen natürlich individuell anders, je nachdem, was du für eine Jugend gehabt hast. Aber du wirst meinen, dann sind bloß noch einige krasse Punkte, krasse Erlebnisse da und dann glitscht es vollkommen weg. Und den Rest konstruierst du dazu, weil natürlich tief der Glaube ist, dass du da schon existiert hast. Und wenn du mal vor die Schulzeit gehst, ich habe so gut wie überhaupt keine Erinnerung, das sind zwei, drei Elementarerlebnisse, aber das ist ein sehr, sehr vages Konstrukt. Ich muss immer, ich bringe immer das Beispiel als Udo, ich kann mich nicht einmal erinnern, wenn ich in die Schule gekommen bin. Da ist fast überhaupt nichts mehr da, das ist ganz blass, ohne Bilder, keine Bilder mehr. So, was will ich dir damit sagen, dass Menschen eigentlich immer ungefähr dasselbe Wissen haben? Das ist sehr trügerisch, auch wenn du meinst, dass ein intellektueller Mensch mehr Wissen hätte. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sagen jetzt, wir nehmen jetzt mal einen 40-Jährigen oder einen 50-Jährigen. Der eine ist hochstudiert, hat drei Doktortitel gemacht, arbeitet an einer Universität oder in einem Forschungslabor, Professor, Doktor, Doktor, hält Vorlesungen auf der ganzen Welt und der andere ist seit 15 Jahren Hartz IV. Jetzt könnte ich sagen, der weiß natürlich viel mehr wie der andere. Es ist, wie definiere ich Wissen? Wissen ist nur die Fähigkeit, verschiedene Gedanken aus sich selber rauszuholen, was wir Erinnerung nennen. Das ist der Schwamm im Hals, der dir greifbar ist. Und da wirst du feststellen, dass dieser Professor Dr. Doktor rein quantitativ betrachtet. Und jetzt ist immer, wie definiere ich Wissen in der Qualität? Das hängt wieder, Qualitäten hängen vom Bewerter ab, vom Kritiker ab. Das stimmt. Rein quantitativ betrachtet hat der Hartz-IV-Empfänger, kann der genauso viel reden wie der Professor, bloß nicht über diese Themen, der kann ihm vielleicht die ganzen Fußballergebnisse sagen der letzten Jahre, weil er von morgens bis abends Fernsehen glotzt mit Hartz-IV, verstehst du? Wo der Professor überhaupt keine Zeit dazu hat, weil er sagt, ich schaue kein Fernsehen, da habe ich keine Zeit dazu, der kennt keine Fernsehserie, gar nichts, das ist ja auch Wissen. Okay? Und jetzt ist natürlich, wenn du jetzt komme ich in einen Wagenbereich, wenn du dich jetzt zurückerinnerst,
Und das wird natürlich jetzt sehr heiß, wenn du sagst, ich sage mal so 15, 16 oder 18, wie du anfangen hast, vorzugehen, websich zu werden in die Diskotheken auf Männerfang. Da bist du dir ja nicht dumm vorgekommen. Ja. Ich rede jetzt nicht von Holofeeling oder so. Ja, ist schon klar. Ja. Und da musst du dir eingestehen, wenn du jetzt, klammer das, deine Studien weg, dass die reine Menge des Wissens, du hattest als 18-Jährige überhaupt nicht das Gefühl, weniger zu wissen wie jetzt. Ja. Jetzt müssen wir, wenn ich noch weiter zurückgehe und ich sage, wir machen 12, 13, da hast du auch komplett das Gefühl gehabt, genau so viel zu wissen wie jetzt. Ja. Da ist nicht irgendwie wenig Wissen. Ich habe einmal einen 20-Jährigen gehabt, der hat gerade zum Studieren angefangen und der hat dann mit mir über Jesus reden wollen und der war so unheimlich gescheit. Und dann sage ich zu ihm, pass auf, was glaubst du, was er 13, was er 7-Jähriger vom Leben weiß? Ein Kind. Da sagt er, das ist ein Kind, der weiß doch überhaupt nichts. Der ist ja nicht einmal in der Pubertät, der ist ja gerade in die Schule gekommen, der kann ja mit 7 in der 2. Klasse nicht mal richtig lesen. Ich sage, pass auf, dich unterscheidet von dem 7-Jährigen 13 Lebensjahre. Wenn wir jetzt genau sind und du schon auf den Kind rumreitest, das, was man hier einigermaßen Erwachsenes denken, dann beginnt eigentlich erst mit 13, 12, 13 in der Pubertät, wenn das losgeht. Das heißt, wenn ich so nehme, unterscheide ich eigentlich bloß 7 Jahre, wenn man das genau nimmt. Okay? Du sagst jetzt sofort spontan, der Kleine ist total blöd, das ist ja Kind, ja, der hat keine Ahnung. Du hast 7 Lebensjahre, wo ich jetzt sage, wo man einigermaßen erwachsen denkt, nach der Pubertät hast du mehr Erfahrung wie der. Erfahrung, ja. Okay, Lebenserfahrung, ja. Und du bist dir plötzlich so unheimlich gescheit vor. Die muss eins klar sein, wenn ein Mensch mit Anstand alt wird, dann hat er mit 34 Jahren nochmal das Doppelte, was du jetzt Lebenserfahrung mehr, und wenn ein Mensch mit Anstand alt wird, was ganz, ganz wenige sind, der wird einen 20-Jährigen schon als dummes Kind anziehen. Martina, du bist jetzt in einem Alter, was ist, ich habe jetzt erst die Erfahrung gemacht, ich war über Ostern in Wien, da war mal die Gogos, und da sind dann die zwei Töchter da gewesen, die eine ist jetzt 22, glaube ich, von der Trixi, und die waren im Bleinfeld auch, ist ja Schulrektor, ist ja in die Fußstapfen ihrer Mutti getreten, ist jetzt Schulrektorin, und die eine Tochter, die studiert in England, und die hat jetzt mit ihrem Freund, die haben jetzt so eine Auszeit gehabt, haben ganz Indonesien, Australien, Neuseeland eine Weltreise gemacht, und die habe ich kennengelernt hier vor 20 Jahren, wie ich bei den Donis war, da waren das, war das Kinder nur praktisch, gerade Kinder, na, so ein bisschen später, so die waren so 4, 5, glaube ich, wie die das erste Mal sind, und die ist jetzt 22. Und total hübsches Mädchen. Und wir waren vor 2 Jahren war ich mit Michael unten, da hat er die auch gesehen. Und das ist ja total, weil die Eltern sind ja, ich sag, das ist ein ganz hübsches Bärchen, Gogo und Trixi. Und das sind die Mädchen sind auch bildhübsch. Und weil der Michael dann geschaut hat, wenn du das jetzt siehst, die ist jetzt 22, damals war sie 20, glaube ich. Sobald du sitzt und am Tisch bist und sprichst, auch wenn die studieren, die sind unheimlich intellektuell, kannst du dir das vorstellen, aber da ist man Michael bewusst worden, was das für brutal, was das für Kinder sind. Also jetzt von unserer Sicht aus. Darum bin ich, jetzt muss ich jetzt sagen, komm mal gerade in den Sinn, weil ich jetzt gerade an den Otto denke, der hier mit der von der Germans Next Topmodel, da wirst du keinen Fokus drauf haben. Doch, ich schaue es jetzt an, ich habe mein Feindbild bereinigt, ja. Er ist so alt wie ich, und wie er die anpackert hat, war die 19. Da muss ich sagen, das ist ein klares Zeichen für vollkommene Geistlosigkeit von dem Mann. Ach, der jetzt bin ich dabei, ich hab's verwechselt. Ja, der Typ, ja. Ja, der Otto. Ja. Und ja. Millionär. Ja, hab ich schon ein paar Sendungen gesehen. Ja, oder H.G. Metz da auch, den wir hier vor Halber, der Halber, ja. Der immer 19, 20-Jährige. Ja. Das sind vollkommen geistlose Männer. Ja. Ist dir ganz ehrlich sagen, für mich ist mittlerweile, für mich, und ich bin nicht uralt, äußerlich, ich meine jetzt den Udo. Ja. Für mittlerweile, das Thema hatte ich jetzt erst, für mich ist mittlerweile selbst der 45-Jährige, betrachte ich fast wie ein Kind. Ja. Aber wenn du vor uns siehst, ist 45 uralt. Aber da ist doch das Witzige, die Umkehrung, dass sie sich viel älter gibt und macht durch Äußerlichkeit. Das spielt keine Rolle. Das ist selbst. Und die Dumpfbacke hier, diese Dumpfbacke, die hier bei Germans Next Topmodel, rein vom Aufdrehen her, die kann man die so viel überhaupt nicht hinreden von die Götzes.
Verstehst du? Ja. Das ist ein super erzogenes Mädchen, die studiert zurzeit in England, die ist total clever, die wirkt erwachsen und trotzdem ist sie kindlich insgesamt von den Interessen, was halt ja. hier junge Leute ja. sich interessieren. Ja. Wobei die jetzt nicht, ich sag mal, von der Erziehung her nicht dieses Wischiwaschi-Zeug interessiert, die sowieso bloß antworten. Ja. Und das ist eigentlich hier so eine Sache, dass du nicht merkst, dass du älter warst als Geist. Du merkst es bloß immer, das wird alles so normal, das ist ein Riesenschmuck, weil du findest dich, ich kann dir oft genug sagen, du findest dich nicht, Alter. Stimmt. Es ist nur, das Wissen tauscht sich aus. Und jetzt komme ich wieder zur Vergessenheit. Bewusstsein ist, dass du wirst, dass du merkst, dass du vergessen bist. Das habe ich der Helge heute erzählt. Dass dir bewusst wird, dass das Ding, das du beobachtest, das du ein Leben lang so sein geglaubt hast, jetzt Wechsel kriegt, dass was wegfallen soll. Und das Tödlichste ist, wenn du jetzt mit aller Gewalt dir das meiden willst, weil dann kriegst du den Wechsel nicht. Du musst es aufgeben, um was Neues zu kriegen. Ja. Jetzt pass auf, das ja. hat eben überhaupt nichts zu tun. Das ist, ich mache mal bei Alzheimer oder Demenz, wenn du hast. Ja. Ich mache klassisch schulmedizinisch. Da gibt's ja zum Beispiel bei Alzheimer oder Demenz gibt es Sachen, dass die das ganz schlagartig phasenweise kriegen. Ich kenne es nur aus Filmen und aus Büchern. Ja. Aber das habe ich schon sehr oft in Filmen und in Büchern gesehen und du weißt, wie ich zu Filmen und zu Büchern stehe. Es gibt keine falschen Bilder, das du träumst. Ja. Ich muss jetzt das irgendwie rüberbringen, dass zum Beispiel Situationen, älteres Ehepaar und der Mann leidet an Alzheimer und er hat helle Phasen, wo er nahezu vollkommen normal mit seiner Frau spricht und von einer Sekunde auf die andere, zack, glitscht bei ihm das Bewusstsein. Das heißt jetzt hier das Bewusstsein weg und er kennt seine Frau plötzlich nicht mehr und sagt, ich will heim zu meiner Mutter. Mhm. Der wird schlagartig von einer Sekunde zur anderen zu einem Kind. Und jetzt sagt man, der vergisst. Okay? Ja. Und was ganz, ganz interessant ist, die Figuren in einem Traum, der hat kein Bewusstsein. Es geht nicht das, was vergessen wird. Es geht nicht darum, dass geswitcht wird, die Information. Es geht darum, dass ein Bewusstsein da ist, das das merkt. Und das fällt auch vollkommen. Jetzt in dem Beispiel. Ja. Wenn dir bewusst wird, dass du was vergisst, scheiß dieses Wissen an, freu dich, dass es dir bewusst wird. Du bist Bewusstsein, das Wissen löst sich sowieso auf. Ja. Die Wahrheiten von heute, das ist, was die Kindheit war, interessiert dich nicht mehr, was das war, interessiert dich nicht, wenn was Neues kommt. Und du bist noch ein kleiner Speicher, musst du was rausschmeißen, dass man was reinfindet. Und hier, das Wissen in dem Lebensabschnitt ist ein komplett anderes Wissen wie in dem. Ja. Und das überschneidet sich, weil hinten immer was wegfällt. Das fällt dir natürlich nicht auf. Ich rede, der Schwanz ist das, was du greifen kannst. Ja. Das andere wird uninteressant und du kriegst neues Wissen vorne dazu. Ja. Ja. Dann hast du mir eigentlich jetzt das komischerweise erzählt, wo ich die Frage nicht formulieren konnte, weil das meine Intuition ich genau bin doch war. Du mal begreifen. Du wirst irgendwann einmal begreifen, dass das Leben, es gibt nur einen einzigen Geist, das habe ich schon durchlebt. Ja. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du das Buch zu Ende gelesen hast, für einen kleinen Moment. Dann bist du ganz bewusst der Leser, bis du ein neues Buch zum Lesen anfängst. Das ist das, was die Reinkarnation nennen. Sobald du wieder reinstürzt in das Buch, bist du wieder vergessen und bist wieder eine neue Figur. Und die Bücher sind alle gleichzeitig da. Ich habe der Helge ihr Leben auch schon gelesen. Ja, na klar. Und da halte ich mich, das gilt für alle. Das ist der eine Geist und das ist das Blitzkrieg-Beispiel. Was ich dir jetzt anbiete, wenn du das jetzt richtig clever machst, ohne zu drohen, das spielt keine Rolle um alle Zeit der Welt, dass du weitere Bücher liest, das sowieso, weil das ewige Leben müssen wir rumbringen. Bloß, dass du nicht reinkarnierst, sondern wieder auferstehst, das heißt, dass dir das bewusst ist, dass du beim nächsten Leben, so wie du Udo, dann wirst du ich. Ja. Hab ich vor. Verstehst du? Das, was ich immer die Schauspielersache nenne. Der Schauspieler, der kann sich noch so in seine Rolle auf der Bühne reinsteichern. Er ist im Hintergrund immer er selbst. Er vergisst dich nicht, wenn er in eine Rolle schlüpft. Ja. Okay? Ja. Du hast es so vergessen, weil du zurzeit meinst, du bist bloß die Martina. Ja. Du ahnst zwar jetzt. Ja. Du bist der, der uns zwei jetzt ausdenkt. Ja. Und da ist natürlich wichtig, was ich zurzeit immer dazu sage. In aller Weltliteratur, die Bücher in deinem, die Filme in deinem Buch und die Bücher in deinem Buch, da wird ja von Geistern gesprochen, von jenseitigen Welten und von Seelen. Und die sind alle verkehrt. Die machen nämlich einen riesengroßen Fehler. Ich mache mal ganz das Beispiel mit Ghost. Ja.
wenn der stirbt und dann siehst du immer den Schatten. Und es gibt ja so viele Filme, wo eine gestorben sind, ja, und die sind dann noch in der Welt, in der Zwischenwelt, und die werden von den anderen nicht wahrgenommen. Ja. Oder wir gehen in die klassische Literatur, der Brander Kasper, der dann ins Himmelreich will, die einen kommen ins Himmelreich, die anderen kommen in die Hölle. Und was hier der große Fehler ist, und das werde ich dir gleich sagen, es ist das Nicht-Loslassen von der Personifizierung. Ja. Du bist schon im Himmelreich, weil du der bist, du bist schon oben, weil du der bist, der uns zwei jetzt ausdenkt. Ja. Und solange du glaubst, die höhere Ebene erreichst du, dann bist du noch die Madina. Wenn du da oben bist, bist du vollkommen unpersönlich. Ja. Es ist so simpel, wenn du das einmal gecheckt hast. Es ist wie mit, es sind permanent diese Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen Beispiele. Du musst nur meine Gedankengänge folgen und dann wiederholen wir die ein paar Mal und dann wird es immer klarer und dann wird irgendwann einmal klar. Wie oft habe ich gesagt, Madina, du hörst die Selbstgespräche. Wie unendlich geistlos ist jemand, der sich was denkt und durch das Denken in seinen Kopf was erschafft. Und er ist hundertprozentig sicher, dass er mit dem, was er denkt, nichts zu tun hat. Ja, das stimmt. Was er sich ausdenkt, weil er glaubt, da außen ist eine Welt, die auch dann da ist, wenn er es nicht denkt. Mit wem sollte denn das, was du in deinem Kopf erschaffst, sonst zu tun haben? Ja. Und das gilt jetzt auch für die Realität, wenn du Haus anschaust. Weil sinnlich wahrgenommene Informationen sind genauso Formen in der 200 Gramm roten Gitter, wie wenn du bloß feinstofflich was denkst. Ja. Und das Wort real, es ist so missverstanden, entheiligt wie alle anderen Wörter auch, Martina. Es ist, du hast Mathematik, bedeutet nicht rechnen. Mhm. Fakt heißt nicht, das ist bewiesen, das ist sicher, sondern ein Faktum ist eine Tatsache, das heißt, du beobachtest eine Tat und das ist in der Regel dein eigenes Denken, das irgendwas erschafft. Ja. Das ist die Tatsache, das ist das Faktum, dass du das denkst, durch Denken oder durch Anschauen erschaffst. Eine sinnlich, ich sage mal, eine sinnlich gemachte Wahrnehmung ist im Prinzip dasselbe wie ein Gedanke, beides wird von dir gemacht. Das haben wir ja schon in einer sinnlich gemachten Wahrnehmung. Ja. Du magst es. Ja. Okay? Das heißt nicht, dass das, was du magst, auch dann da ist, wenn du es nicht magst. Mhm. Haben wir doch so oft wiederholt. Mhm. Jetzt ist es also so, die Missverständnis des Wort Realität bis in die alle Kreise in deiner Welt, weil das dein Verständnis noch mal Realität heißt, das ist die Welt da außen, die auch dann da ist, wenn du sie nicht denkst und die schon da war, bevor es eine Martina gegeben hat. Das Wort Real, Realität, Real heißt einfach nur die Welt der Dinge und Sachen. Ja. Weil Real, Real ist Rest, die Grundbasis heißt dinglich, sächlich, Dinge, Sachen. Ja. Das heißt, Realität bezieht sich auf ausgedachte oder angeschaute Dinge und Sachen. Es ist dabei, spielt keine Rolle, ob du es denkst, ein gedachtes Osterei ist genauso ein Ding in deinem Kopf, wie ein Osterei, das in deinem Gesichtsfeld 3 Meter vor dir auf dem Tisch stehen zu scheinen. Ja. Das sinnlich wahrgenommene Osterei oder das gedachte Osterei, beide sind Dinge. Die sind real, beide sind real. Und jetzt kommt die große Überraschung, Angst und Schmerzen sind nicht real. Weil das nämlich Gemütszustände und Gefühle sind, aber keine Sachen und Dinge. Ja. Das heißt nicht, dass das deswegen nicht Angst in dir, das Gefühl von Angst oder von Schmerz auftauchen kann. Ja. Aber das sind in einer absolut präzisen Definition der Sprache sind es keine Realitäten, weil es keine Dinge und keine Sachen sind. Ja. Merkst du, und jetzt plötzlich, da kommt alles ins Wanken, wenn man anfängt, das Wort zu verstehen. Ja. Und das mit der Vergessenheit ist immer wieder so Sachen, dass ich hier zu Helga habe ich zum Beispiel gesagt, die hat es aufgemacht, vielleicht hörst du es dann mit. Das ist immer das Erste, du bist noch zu rücksichtsvoll. Schau dir mal das Wort rücksichtsvoll an. Du bist viel zu viel von der Vergangenheit. Ja. Die ganze Moral, das muss her. Ja. Die Angeberei, die Schwarzmaler, die Demonstranten, ja, die bestimmen, wie die Sachen sind, die halten sich immer an dieser, die sind so rücksichtsvoll. Die schauen immer nur nach hin und vor der Zukunft haben sie Angst. Die wollen, dass die Zukunft so wird wie die Vergangenheit, dass das bleibt. Ja. Das ist keine Verwandlung. Wir haben jetzt hier 1,5 Jahre in die Hosen geschissen. Wir können halt einfach aufhören, in die Hosen zu schießen. Genau. Das war meine Intuition. Dann muss ich mal vertrauen. Ja. Jetzt ist natürlich, was jetzt ganz interessant ist, du musst rücksichtslos werden. Ja. Du musst die Vergangenheit abkappen, weil wir wollen in die Transversale. Die Helga hat doch so schön gesprochen in dem Gespräch immer, die deutschen Worte sind so geil. Ja.
Wir brauchen kein Hebräisch dazu. Nein, das habe ich so lachen müssen, aber es ist doch alles Deutsch. Die Grund des Hebräisch, des Ivri, ja, aus dem Jenseits kommen sinnlos die tieferen Strecken. Ja. Das ist ungefähr wie ein Programmierer, der mit Programmbefehlen arbeitet und mit ihnen jetzt tiefer zu Gebücken und Striche. Da sind dann nochmal Ebenen drunter. Ja. Okay, und dann wird es natürlich interessant, weil das rücksichtslos, wenn wir zum Beispiel, ich habe gesagt, wenn wir jetzt ein Butzel nehmen, Puzzle, Butz ausgestreut, Zell heißt Schatten, sind ausgestreute Schatten. Das ist ja eine Trennung. Wir sagen jetzt erst einmal, wir haben ein Bild, das übrigens beinhaltet, heißt doch die Polarität des Kindes. Ja. Ist ja ein Order. Ja. Das B hat Polarität gelesen. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass wir da zwei Möglichkeiten haben. Wir können das als ein Bild, als eine Einheit betrachten. Und wir können die Puzzlestücke voneinander, diese Puzzlestücke trennen. Ein anderes Wort dafür ist lösen. Ja. Okay? Mhm. Du bist drückt sich los, weil du viele Sachen von dir löst und um dich herum in Raum und Zeit verstoßt. Jetzt ist aber das los. Wenn wir das jetzt im Hebräischen nachschauen, das hebräische Wort für los oder Schicksal. Los und Schicksal hast du im Kopf? Pur? Pur, genau so ist es. Das ist 80-6-200. Ja. 80-6-200 kann man anders vokalisieren, anders aussprechen. Wir können aus der 80, aus dem PRF machen. Aus der 6 können wir ein O machen. Und aus dem R, das ist R, ist R. Dann wird aus dem Pur wird Form. Ja. Das M am Ende ist Besitzanzeichen, das Fürwort für die Geistesfunken, für die Männer. Ja. Das heißt dann Form heißt ihr. Pur heißt los Schicksal. Also praktisch 80-6-240 am Ende. Ja. Absolut korrektes Hebräisch heißt ihr Schicksal, ihr los. Ja. Das ist die Form. Ja. Weil in dem Moment, wo du zum Denken anfängst als Geistesfunk, kriegst du eine Form. Ja. Und das, die Form, die du dir ausdenkst, die du dir selber gibst, das ist deine Information. Ja. Das ist dein Los und dein Schicksal. Stimmt. Weil du das losgemacht hast. Ja. Durch dein Denken. Ja. Jetzt können wir an der Form, können wir jetzt zum Beispiel ein L hin dranhängen mit 70 geschrieben, dann heißt es, diese Form ist, wird hochgehoben, ist eine Gedankenwelle, oder wir machen es mit einer 1 und heißt es die Form Gottes. Ja. Das ist die Form L. Ja. Das ist die Form Gottes. Ja. Ja. Und wenn du willst, können wir das jetzt wochenlang weiterführen, wie ich immer sage, der Udo macht aus jedem Wort, wenn du willst, ohne ein Wörterbuch anzufassen, 500 Seiten Buch. Aber das macht nicht schön, das hat mit Bewusstsein nichts zu tun. Da kann ich einen Computer aufmachen lassen, wenn er dementsprechend so könnte. Das stimmt. Das musst du nicht bewundern. Martin, ich habe ein paar Mal schon gesagt, ich kann mich erinnern, in Almena war das noch, wo dann einer zu mir herkommt, wo ich ja irgendwas erzählt habe, und dann fragt er mich, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, pass auf, da gibt's jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn du Gott fragst, ist es die blödeste Frage, die du jemals gestellt hast, und wenn du den Udo fragst, ich kann nicht einmal richtig Hochdeutsch. Ich weiche mich zum Beispiel als Udo, als Brösel, weil ich ja keine Schulbildung habe, ich kann überhaupt nichts, kein Englisch, gar nichts. Ja. Und das ist der Stand, weil ich Deutsch rede. Ja. Gut, ich gestehe, so blöd wie ich als Udo mache, bin ich in Wirklichkeit nicht. Aber ich will Auge in Auge mit euch reden. Hast du jemals den Eindruck gehabt, dass ich mich über irgendwen erhebe? Nein. Oder dass ich mich da arrogant oder besser mache, wenn ich auftrete? Nein. Weil wir wollen das, was ich gerade gesagt habe, man kann das einfach machen. Es geht ohne Intellekt. Das, was ich euch erkläre, ist nicht das. Der Intellekt ist sekundär, den lasse ich parallel herlaufen. Schau, du bist jetzt total darauf eingestiegen, dich interessiert es, dann ist es okay. Aber wenn dann eine sagen, komm mit, wenn die Martina und ich kann mir das nicht merken, ich kann noch nicht mehr wie tausendmal sagen, das interessiert mich nicht. Was mich interessiert, dass du jeden Moment präsent merkst, wenn du wieder warum kritisierst, dass du die Quelle dieses Wertesystems dein Ego schüttest, wenn du dich scheiße fühlst. Ja, das stimmt. Und selbst das Scheiße fühlen geht mir am Arsch vorbei oder die Freude. Ja. Bloß das Scheißefilm ist wesentlich besser. Die Gott liebt, die straf und züchte hier, sage ich immer wieder. Acht an meine Bergpredigt. Ja. Selig die, die jetzt hungern und die krank sind. Selig die. Nicht die, die Freude haben. Weil solange du in der Welt der Perspektiven des Wechsels bist, einatmen, ausatmen, haben die, die jetzt gesund sind und satt sind, haben die Arschlochkarte. Weil die hundertprozentig sicher in ihren Ablauf, in ihrer Einseitigkeit das nächste zum Heilungsprozess. Das heißt, so lange, bis du das Zeitfenster aufspannen kannst und weißt, das, was ich widerspricht, ist gleichzeitig noch.
Ja. Das ist immer wieder mein Beispiel mit der Erdkugel. Hell und dunkel ist gleichzeitig. Die Worte in einer Zeile sind gleichzeitig. Die Zahlen auf einer, in einer Seite, die Worte auf einer Seite, kann ich sagen, sind gleichzeitig da, solange du die in deinen Fokus reinschiebst. Ja. Und wenn du das Buch hineinlässt, sind sogar die ganzen Seiten gleichzeitig da. Ja. Du kannst aber von dem Buch, von den Seiten, jetzt hast du mal eine Doppelseite aufklappen. Ja. Jetzt hast du die zwei Seiten, jetzt siehst du die Welle. Ja. Aber du kannst nicht sagen, was da drin steht. Das heißt, wenn du Detailinformationen willst, musst du dich für die oder die Seite entscheiden. Ja. Und sobald du die anschaust, vergisst du die schon. Das ist immer, du siehst, du bist in der Welt der Perspektive, plötzlich siehst du sehr viele Zahlen. Und du musst jetzt deinen Fokus einlegen auf eine Zeile. Ja. Und jetzt siehst du die Worte in der Zeile in einem einzigen Blick im Fokus. Versuch dir mal gleichzeitig auszusprechen. Das heißt, wenn du aus diesen Zeichen Geräusche machen willst, dann musst du die nacheinander aussprechen. Ja. Du sprichst jedes Wort jetzt. Übrigens, ein Wort ist schon ein Geräusch, das können wir noch mehr aufgliedern an den Buchstaben. Und ich habe aber mal schon gesagt, das Wort nacheinander löst in dir eine chronologische Reihenfolge, obwohl das Wort was ganz was anderes heißt, das beginnt mit ein Chat, das heißt ja, Ruhend. Ruhend, ja. Dann kommt Ayin, das setzt man mit einem Aleph, dann heißt es Ruhende ist nicht existierend. Weil während du zum Lesen anfängst, siehst du das Buchnummer und die Zahlen und die Worte, du wirst nämlich komplett wegglitschen und plötzlich kommt der Mechanismus, dass aus diesen Worten in deinem Kopf Bilder werden und jetzt verlagerst du dich auf die Bilder. Das habe ich ein paar Mal gesagt. Ja. Du kannst hier, mach ein Experiment, Martina. Nach diesem Gespräch, du weißt eh schon, was rauskommt. Es ist ja so, weil ich mir das so ausdenke. In die Martina rein, du machst jetzt dann ein Experiment, ich bleibe jetzt normal, du machst die Augen zu, das kannst du dann auch machen, das ist nicht viel. Das erfordert schon wieder, dass du an den Kopf denkst, aber ich will jetzt da nicht so ins Detail gehen. Und dann denkst du dir bitte 25 bis 30 reales Dinge oder Gegenstände. Aha. 25 bis 30 Stück, pass auf, du musst genau zuhören, was ich jetzt sage. Und du stellst dir diese Gegenstände, jeden einzelnen Gegenstand, wirklich ca. 4-5 Sekunden bildlich vor. Aha. Und dann denkst du dir den nächsten Gegenstand, dann du denkst 4-5 Sekunden vorstellen und dann machst du 25, 30 Mal und ich möchte jetzt, dass du den Doppelschritt machst und dich beobachtest. Mhm. Und das erste, was dir auffällt, du bist absolut nicht in der Lage, irgendeinen Gedanken, ein Gedankenbild, eine Vorstellung in dir aufzubauen, wenn du dir das Wort sprichst. Mhm. Dieses im Anfang war, das Wort wird dir sowas von bewusst. Selbst wenn du ins Bad gehst, Zähne putzen, das merkst du im Alltag nicht, weißt du, wieso du das nicht merkst? Weil das Wort im Hintergrund, pass auf, ich habe da schon mal gesagt, die Schwierigkeit dieser hartnäckigen Illusion von Chronologie. Du stehst vorm Spiegel und dann lächelt ein Spiegelbild. Wir machen eine Welle, es will ein Berg und dann ist es ein Tal, weil wir brauchen ja eine ganze Welle. Und jetzt schon, in dem Moment ist schon das Gefühl da, dass du zuerst lächelst und dann lächelt der Spiegel. Blödsinn, das kann nur gleichzeitig sein. Ja, das stimmt. Sprache, ich habe gesagt, du lächelst und dann lächelt das Spiegelbild. Ich habe das jetzt geöffnet und das habe ich auch jetzt geöffnet. Ja. Und du meinst, es ist zeitlich getrennt. Ich jetzt die Hand auf und ich mache jetzt die Hand auf. Ich habe gesagt, ich spreche jetzt, du lächelst und jetzt sage ich und dann lächelt der Spiegel. Es ist beides jetzt und du brauchst das Zeitfenster. Ja. Es ist der Wellenberg und der Wellental. Es ist immer gleichzeitig. Ja. Und dasselbe ist, wenn ich immer sage, du lebst in der Welt der Perspektiven noch. Ja. Die Traumwelt ist eine Welt der Perspektiven. Sieht es also so aus, dass du jetzt ein Wort denkst, Eiffelturm, und du stellst dir den Eiffelturm vor. Ja. Sehr komisch. Nur den Eiffelturm wenn du bei dem jetzt Wort. Machst, jetzt pass auf, worum es mir geht. Weil ich gezielt sagt, du sollst dich beobachten, in deinem Alltagsbewusstsein, wenn du jetzt in der Küche was machst, im Badezimmer bist, wirst du dich nur noch auf die Hälfte der Bilder verlaufen, obwohl du trotzdem sprichst. Ja. Das wird im Hintergrund, das schiebt sich in den Hintergrund. Ja. Weil es ja gleichzeitig ist. Ja. Du machst es einfach, weil du nur das siehst, auch übrigens dann die Realität. Und wenn du das jetzt machst, wirst du feststellen, du kannst gar keine Bilder ohne Worte aufschmeißen. Ja. Es ist immer das Wort da, dir wird jetzt bewusst, dass da nicht bloß Bilder sind in deinem Kopf, sondern dass du ohne dem Wortbild, merkst du, jetzt haben wir schon wieder nacheinander, es ist transversal gleichzeitig und du schaust bloß die Oberfläche des Gespritzes auf. Ja. Okay,
Das ist, gilt übrigens auch nochmal für die sinnlichen Wahrnehmungen. Du bist bloß im höchsten Zustand der Vergessenheit. Da wirst du feststellen, wenn du jetzt in einem Zimmer rumschaust und Gegenstände anschaust, da sind nur die Bilder da und die siehst du beim Drehen eigentlich, ohne dass du, da bist du so weit weg von dem Wort. Ja, das stimmt. Weil das die höchste Stufe der Vergessenheit ist. Okay. Da wirst du mal merken, die gibt es auch bloß welche, die Worte in einer tieferen Schicht. Ja. Was das nächste kommt, dass du hier, solange ich jetzt das so stehen lasse, du musst dich gnadenlos, dir wird spätestens nach dem dritten, vierten Wort, was dir feststellt, du suchst dir überhaupt nichts raus, du musst jedes Mal warten, was als nächstes kommt. Es wird fast erspielt, du wirst als Geist fast schmunzeln in dir und überrascht sein, weil du dich fragst, wieso ist mir das jetzt eingefallen? Das kommt, wenn du das, das geht schon nach dem dritten, vierten geht es los, dass du förmlich wartest, was rausspringst für ein Ding als nächstes aus dir. Ja. Du bist vollkommen hilflos und schaust dir das bloß an. Ja. Du wirst jetzt merken, dass du das einschränken kannst, wenn du dasselbe Spiel machst und du sagst, ich denke mir jetzt mal 30 Gegenstände aus meiner Küche. Ja. Das sind zwar unheimlich viele Sachen, musst du dich auch überraschen lassen, was dir einfällt, ja. Und wir schmellen jetzt das Chat ein. Ja. Das erste Mal habe ich gesagt, einfach nur Gegenstände. Ja. Verstehst du? Wenn ich jetzt auch nur Gegenstände aus deiner Küche, musst du dich auch überraschen lassen, was du für 30 Dinge da rausziehst, aber die sind jetzt schon, jetzt greifst du bloß auf einen Chat zurück. Ja. 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 Das ist wirkliche Meditation und Selbstbeobachtung. Okay. Und jetzt kannst du nichts verkehrt machen als träumender Geist, ich kann es nicht öfter sagen. Du erschaffst zwar alles, so wie ein Kugelschreiber hier die Farbe aufs Papier bringt, dass man es lesen kann. Mhm. Aber du bestimmst nicht, was du erschaffst. So wenig wie ein träumender Geist dich raussuchen kann. Meinst du, du konntest dir raussuchen, die Martina zu sein? Ein Wesen in einer Matrix kann sich gar nichts raussuchen. Deine Haarfarbe, ob du männlich, weiblich bist, ob du ein Gorilla, ein Schimpanzee, ein Mensch bist oder eine Kuh oder egal was, was in einer Matrix heranwächst, das ist ein Dasein müssen, ein Großwerden müssen. Deine Augenfarbe, nichts kannst du raussuchen. Ich lasse in meiner Welt keine Zufälle zu. Du wirst aber nicht glauben, dass du oder zufällig in dir auftauchtest. Nein. In der Traumwelt. Nein. Das ist immer wieder das. Das ist ja das Verrückte, wenn man das begreift. Es fühlt sich nicht in den Größenwahn, der natürlich dann auch sich rausspiegelt, in anderen Formen wie die Rons und die Markusse. Mhm. Das geht immer einher, da haben wir immer die Seite, aber die es dann wirklich sind, die sind jetzt auch nur Gedanken. Wenn da der Geist im Hintergrund ist, der plötzlich zu verstehen anfängt, was er ist, der wird sich immer kleiner machen und zurückziehen. Ja. Ist dann, das sind die Martinas, das sind die Inges, das sind die Udos, gut, ein bisschen bin ich und bin ja eigentlich nicht an der, überhaupt nicht an der Öffentlichkeit, wenn das ja, einmal genau ja, ist. Ja, freilich. Sie hat die Handvoll Leute, ja, ja. Ich sag immer wieder, meine 100 Affen. Meine 99 Schäfchen. Ja. Mehr ist nicht. Mich interessiert die Masse nicht. Mich interessieren die Menschen nicht, wo du dir ausdenkst. Ja. Weil das bleiben, da kann ich immer wieder sagen, du überlebst sowieso nicht. Ich erkläre es dem Geist, der mir jetzt tut. Der kann natürlich, da sind schon Handvoll Programme, die jetzt da, es ist aber immer derselbe Geist, denk an den Anfang des Gespräches. Mhm. Lass das einfach, das kannst du bloß erahnen. Ja. Es bleibt, ich sage immer wieder, das ist was Intimes. Die Wunder sind was ganz was Intimes, Martina. Ja. Ja. Das checkst. Und das will ich nur zum Abschluss, soll ich doch noch kurz mich dem Andreas, welcher da ist um Bewusstsein gegangen. Ja. Und da ist immer wieder dasselbe Spiel in einer kurzen Sache. Bewusstsein rumgeschrieben ist etwas, was in keinster Weise gedacht werden kann. Ja. Was der Andreas jetzt macht, der sagt Bewusstsein, es ist immer Bewusstsein da. Mhm. So ähnlich hat er sich ausgedrückt. Pass auf, Bewusstsein ist das, was schaut. Ja, genau. Das Immerseine, die These. Ja. Und alles, was wahrgenommen wird, nicht nur die Realitäten, die Dinge, die Sachen, sondern auch Gefühle, Freude, Hunger, ist Unbewusstsein. Ja. Ich nenne das ist, was sichtbar wird, ist auf der Leinwand. Da zähle ich auch die feinstofflichen Gefühle und Stimmungen mit dazu. Und das, was das erlebt, das ist das Bewusstsein. Ja. These und Antithese. Ja. Oder ist eine Falle dabei, dieses Bewusstsein, das ich jetzt hier hinstelle, ist ja auch schon wieder ein Gedanke. Ja. Das heißt, das Bewusstsein wäre in dem Moment der sich dieses Bärchen, diese Welle ausdenkt. Bewusstsein ja. Und Unbewusstsein. Ja. 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 Aber sobald ich an den denke, ja. Ist der schon wieder was Ausgedachtes. Ja, ja.
Es ist in keinster Weise vorstellbar. Ja. Das ist der Trick mit dem träumenden Geist. Also zu diskutieren, Bewusstsein ist doch immer da. Wenn man das nicht dazu sagt, brauchst du mit anderen sowieso nicht reden. Gut, die anderen können das eh nicht verstehen, aber selbst nur mit der eine Geist, der sich hier irgendwie ausdrückt. Ja. Okay? Ja. Das ist einmal das Erste. Und da wirst du dann merken, dass wenn man das nicht wirklich gecheckt hat, kommen solche Diskussionen gar nicht auf. Ja! Und sobald er diskutiert, und das habe ich zu Helga gesagt, pass auf, wie viele tausende Male habe ich gesagt, jedes Glaubens- und Denksystem, das im Widerspruch zu einem anderen Denksystem steht, ist unvollkommen einseitig. Genau. Das heißt, wenn hier der Andreas felsenfest im Widerspruch steht zu Helga, ja, ist seine Sichtweise genauso einseitig wie der Helga, wie die Helga dann eingelenkt. Du kennst dich an die Szene. Ja. Weil er meint, die Helga hat nicht recht. Bewusstsein ist immer da. Ja. Er hat zwar recht, und nicht recht gleichzeitig, weil mit dieser kleinen Erklärung, Bewusstsein ist immer da, er muss das dazu erklären, weil sonst hat er es nicht verstanden, er hat es nicht verstanden, sonst hätte er mit der Helga nicht diskutiert. Ja. 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 Ist nicht die erste Lehre von Holofeeling das ein Beispiel? Egal, was hat er behauptet, und wenn dir die Haare zum Beispiel stehen mit einem Wertesystem. Jeder hat recht. In dem Moment, wo das behauptet wird, ist das seine Vorstellung von richtig. Das ist und aber, wenn du dort nicht meiner Meinung bist, hast du immer noch auch eine einseitige Vorstellung. Das ist richtig. Da muss eine Alarmglocke in dir angehen, sobald das Gefühl in dir, wie oft, ich kann es immer nur wiederholen, gebetsmannhaft, und ich erkläre es nicht diesen Figuren, den ich mir ausdenke. Ich erkläre es dir, Martina. Ja. Den Geist, der mir jetzt zuhört. Nicht der Martina. Ist schon klar. Okay, jetzt, was weiß sonst mal die Sprache, das sind Selbstgespräche. Eben. Dass du hier ganz einfach, wie oft habe ich gesagt, wenn du über der Tasse stehst und du beobachtest vollkommen wertfrei, der interpretiert nicht gar nichts, der spricht keine Qualitäten zu und du beobachtest eine Diskussion über irgendein Thema. Ja. Wenn du über der Tasse bist, hat jeder recht. Ja. Ich sage mal krasser, auch ein Beispiel, wo ich so oft gebracht habe, wir sagen jetzt mal als Diskussion, sagen wir, die Richtungen, die Perspektiven sind die Einzelteile von einem Auto. Ja. Einer behauptet, ein Auto ist ein Kabelstecker, der andere, nein, ist eine Zündkerze, nein, das ist eine Sonnenblende, das ist ein Rückspiegel, das ist ein Benzinschlauch, bla bla bla. Wenn du über der Tasse bist, egal was einer behauptet, wirst du nicken, wenn du weißt, was ein Auto ist und was sagt, der hat recht. Ja. Und jetzt verlagst du den Fokus auf das Wert- und Interpretationssystem deines Programms. Ja. Der Sinn des Lebens ist, dein Programm zu durchschauen, dieses Buch zu durchschauen. Ja. Und dann wirst du feststellen, Politik, bei einer Aussage wirst du Beifall klatschen, bei den anderen Bauchern stehen dir die Haare zu beugen. Das heißt, du bist in der Welt der Perspektive. Es geht in der unteren Welt nicht anders. Solange du noch glaubst, du hast es verstanden und du glaubst, bis weiterhin die Martina hast du gar nichts verstanden. Das stimmt. Weil der, der das machen kann, der wird nicht mehr ein Hauch, ein Gefühl haben, sich mit einem Gedanken zu verwechseln. Ja. Der über der Tasse steht, verwechselt sich nicht mehr mit einem Gedanken von sich selber. Ja. Der sagt mir, das bin ich und das andere bin ich nicht. Ich bin alles, das bedeutet Holofeeling. Ja. Ich bin ich und meine Informationen sind meine Informationen. Ich bin in mir, ich bin immer und meine Informationen sind ständig, weil keine Gedanken werden. Ja. Und dann schaust du, was die Martina in deinem Fall, ob die sagt, es ist richtig oder es ist verkehrt, das ist ja dann auch richtig. Ja. Und das musst du auch nicht verändern. Ja. Weil die Richtung ist ja auch richtig. Ja. Kann ja auch zum Heiligen Geist. Ja. Genau. Du sollst dir nur bewusst machen, wo du stehst. Ja. Wie du werdest, du sollst dir dein Interpretationskonstrukt, dein Interpretationsprogramm durchschauen. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann kommt die Vervollkommnung, dass du die anderen dazu nimmst, aber dann bist du ja nicht mehr die Martina. Genau. Weil du kannst ja nicht gleichzeitig die Seite und die Seite gleichzeitig anschauen. Schau mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Ding ist ein Tasse und die hat einen Henkel und du sagst, nein, das ist ein Becher, das Ding hat keinen Henkel, das ist bloß ein Becher. Ja. Wenn du den Henkel jetzt in dem Moment aufsiehst, dann musst du zwangsläufig eine andere Perspektive akzeptieren eigentlich. Aber wenn du jetzt den Henkel siehst und dann, wir können auch Henkel rechts und Henkel links machen, okay? Ja, ja. Dass du das Prinzip verstanden hast, was du merkst, auf die Tasse als Ding an sich stellt sich die Frage überhaupt nicht. Weil das entsteht ja erst, wenn du rausgehst und dann hier diese
diese Spielmacht, das ist wie mit der Erdkugelbehandlung, die gleichzeitig ist. Ja. Wenn du über der Erdkugel, wenn du weißt, ich denke mir das aus, und ich habe noch gesagt, es geht noch weiter, das ist nicht nur hell und dunkel gleichzeitig, sondern da regnet es und scheint die Sonne gleichzeitig, da ist arktische Kälte und Wüstenhitze gleichzeitig. Ja. Und im selben erstürmt es, und auf der anderen Seite ist fast spiegelglatte See, wo ich am Strand liege. Ja. Im selben immer jetzt, gleichzeitig. Ja. Vielleicht macht mir das deswegen im Moment Spaß, so ein paar Gespräche, wo ich habe. Und da sind jetzt ein paar, die wirklich anders denken. Also völlig, wo ich sage, nur mit der Martina-Logik käme ich auf sowas nicht. Aber es ist irgendwie, macht Spaß. Danke, Martina, das ist es ja. Das ist ja gerade das, was dir vollkommen, wenn du alles richtig machst. Ein Mensch, der nur alles richtig macht, der verlässt seine Logik nicht. Ja. Der bleibt in seiner Richtung. Du musst neugierig werden. Wenn du richtig machst und es würde dann auch funktionieren, würdest du in dieser Richtung festhängen, in dieser Perspektive festhängen und wirklich erweitern auf die höhere Ebene kommst du bloß, wenn du was verkehrt machst. Ja. Das sind ja die Lernprozesse. Ja. Das geht dann weiter und weiter und weiter, wo ich immer sage, das Kind, das erforscht. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Martina, was ist der Unterschied zwischen einem Kind und einem Erwachsenen? Erstens, das kleine Kind, das wirklich kleine Kind, das noch nicht versaut ist, hat vor nichts Angst. Die Eltern haben Angst, das langt in Hundekacke rein und sagt, bäh. Ja. Verstehst du? Aber es probiert das, weil es keine Angst hat, vergiftet zu werden oder sonst was. Und was noch viel krasser ist, das Kind will alles essen, es will alles sein, es will alles im Mund schieben. Ja. Alles bis da reinstopfen, alles willst aufnehmen. Ja. Dann kommen die Eltern so, ne, bäh, das darfst du nicht. Genau, das war aber auch in dem Helga-Gespräch. Alle solche Dinge waren da auch mit drinnen. Das darfst du nicht und das darfst du nicht. Ja. Und das ist jetzt, was du eingereicht. Was genau. Böses, was Gutes, ganz was wir Fleisch essen. Das soll ich nicht lesen, ganz einfach und mal hier schlichtweg und einfach dein neues Testament. Und dann wirst du feststellen, lass dir kein schlechtes Gewissen machen, welche Feiertage du halten sollst. Ja. Steht im Neuen Testament, ja. Was du essen, was du trinken sollst. Ja. Das wird von der Kirche alles ignoriert. Ja. So, jetzt will ich mal Schluss machen. Ich muss mal der Frau was zum Essen kochen. Na gut, das ist auch wichtig. Okay. Tschüss. Tschüss.